Ich wüsste nicht, wie sie es sonst machen können. Achso, du hast da eine 6er Anomalie gefunden, die musst du erforschen. Ja, gut, das macht Sinn. Wir haben eine Situation gefunden. Eine Situation? Eine Situation, genau. Eine Situation. A situation found. Aber wir untersuchen die Situation später erst. Hat diese Situation etwa noch Zeit? Die hat so viel Zeit. Anomaly found. Dum, 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 dum. Das ist schön, das nehmen wir. System Survey complete. Spezialprojekt, der Würfel. What could possibly go wrong? Keep on rolling, rolling. Construction complete. Oopsie. Oops. Fängt gut an. Fängt gut an hier. Der Würfel, das war doch hier Drache, ne? Construction complete. Okay, du musst das. Ich glaube, du darfst jetzt mal. System Survey complete. Oh, nice. Machen. Zwei Wurmlöcher. Oh, jetzt wird es aber interessant. Wahrscheinlich sind sie beide zusammen gelinkt. Noch eine Runde. Das wäre aber ziemlich seltsam. Ja. Hatte ich aber schon mal tatsächlich, dass ein Wurmloch von einer Seite vom einem Reich zum anderen geführt hat. Also sechs Sprünge, das wäre ein bisschen blöd gecodet, wenn das so wäre. Es kann passieren. Anomaly. Nachdem Link ist. Du hast alles bei dir, oder? Wurmlöcher, L-Gates, alles. Haben wir noch keine zerstörten hier nach. Normalen Gates. Hey, du hast nicht Bill Gates. Du bist doch schon. Anomaly found. Wow. Wow. Lips in Chat. System Survey complete. Mhm. Du hast die Händler gefunden, ich habe die Kuratoren gefunden. Na, ich habe auch Händler. Diese Kuratoren wären mir lieber als. Händler. Ich weiß gar nicht warum. Ich auch nicht. Kann ich mir überhaupt nicht denken. Oh, was macht er? Ich warte mal kurz zwischen. Ach, das fliegt darüber. Was hältst du davon, wenn du stattdessen hier fliegst? Oh, das wäre noch interessanter. System Survey complete. Ah, ich habe auch zwei Wurmlöcher direkt nebeneinander. Bei mir sind sie sogar nur zwei Sprünge entfernt. Ah, das wow. Ist da eine Hyperlane zu dem einen System?
Es kann sein, dass das ist, wo das ein System Survey in das andere führt. Es sind. Ja, es sind. Das sind halt Hyperlanes dazwischen. Wie gesagt, es sind zwei Sprünge entfernt. Komisch. Mann, hier nur Sirenen am rumtütern. Was ist schon wieder los? Da ist. Events. Untergrundzeug, ja? Nee, tatsächlich die ausnahmsweise mal nicht. Also ziemlich alles andere. Oh, ein planetengroßes Ei. Ja, da ist der Kuchen. Crack it. Auch ei, noch. Ei, ei. Crack the egg. Eat yeah. it. Just eat What it. What could possibly go wrong? So, eat it. Eat it, just eat it. Eat it. Eat it. Oh Mann. Entschuldigung. So. Schön. Es muss noch mehr geben. Ich grab noch tiefer, weil ich Tiefenbewohner bin. Doch die Zwerge gruben zu tief und so kam der Bayrock hervor. Bayrock. Ja. Bayrock. Passt ja zum Drachen. Ja. Du sollst nicht Pen and Paper spielen, nicht D&D. Warum nicht? Weil. Alles. Ich spiele alles gleichzeitig in Stellaris. Warum dann nicht? Ein merkwürdiger Umstand. Von der merkwürdigen Fabrik sind keinerlei Probleme zu hören. Merkwürdig. Wäre ich ja schon skeptisch. Ja. Keine Probleme. Reißt es ab. No. Kill it with fire. Diese blöden Amöben. Und Laserbeams. Aber wie heißt das? Starbuck? Starbuck kann man die eine Amöbe nennen, ne? Ja. Von Nomen hier. Von allem. Mehr für weniger für alle. Alle für da auch Fall. Noch. Aber ich komme hier nicht weg. Überall sind Amöben. Bei mir ist halt einfach gar nichts. System Survey. Bei mir auch nicht. Ich habe nichts, keine, gar nichts. Ich bin hier alleine. Ja, ich auch. Ja. Kenn ich. Brüllig vor mich hin, schippernd. Erkundend, hier was erkundend, da ein Spezialprojekt machend. Jo. Alter, das wird immer teurer! Was ist denn los? System Survey complete. Oh, ihr braucht Wohnungen und Jobs. Das sind ja zwei Wünsche auf einmal. Ja, ich habe aufgegebene Schubdüsen gefunden. Oha. System Survey complete. Oh. Okay, das ganze Negativ hat tatsächlich auch was Gutes. Was? Das ganze Negativ hat auch was Positives haben, okay? EV like. Das ist fein. We have mastered a new technology. Haus sitzend. Das ist fein. Mhm. Den. Hä? Wo? Oh ja, mehr Bewohnerwachstum. I like. Oh no. Oh. Ach, scheiße. Ich brauch Armeen. Yay. Oh, nice. Das ist richtig. Ach, Kurator. I don't like, dass du die Kuratoren kennst. Ich will auch Kuratoren kennen. Mann. Blöde Händler. Wer braucht schon Händler? Also wirklich. Jetzt die Kolonisierungsschiffe haben Sprungantriebe. Ja. Das ist so nervig. Ja, das Problem ist, dass ich dann immer die verwechsel und die falschen baue. Mhm.
als Trendsetter innerhalb der Bevölkerung zu einem Trendsetter geworden. Alles angefangen von seinem Stil bis zu seiner Art zu sprechen, hat eine beträchtliche Anhängerschaft gefunden. Seine Reichweite erstreckt sich mittlerweile über alle sozioökonomischen Schichten, aber besonders bei der Jugend beliebt. Okay. Joe, du musst einfach den Hyperraumantrieb erforschen und dann die alten Sachen scrappen. Hab ich schon. Nochmal Trader. Was ist denn hier los? I know. Multitrading. Ich mein, Krypto-Trading. Who you gonna call? Krypto-Trader. Besser nicht. Besser nicht. Spaceborn Monstrosity. Schon wieder. We have mastered a new technology. Ich hab das Gefühl, die Galaxie hasst mich. System Survey complete. So heißen wir unsere neuesten Mitglieder der Stellaris-Runde immer willkommen. Wir haben doch so einen geheimen Mod, der das dann so macht, dass du direkt erstmal alles böse bekommst. Richtig, der ist sogar alles so geheim. Direkt aufs Maul. Ist doch so geheim, der steht noch nicht mehr in der Mod-Übersicht, wenn wir ihn aktivieren. Ich fühle mich auf jeden Fall herzlich aufgenommen. Das ist gut. Ey, in unserer ersten, weiß ich gar nicht, doch war es die erste Session, wo ich direkt gestorben bin, fast am Anfang und dann ein anderes Reich übernehmen musste? Ja. Ganz am Anfang, ja. Ne? Ja. Das war die erste, wo du dabei warst. So, hey, ich bin in der Multiplayer-Runde. Ich bin aus der Multiplayer-Runde raus. Oh. Das war eine Multiplayer-Runde. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die 10 Minuten, die ich dabei war, abgesehen von der Dreiviertelstunde, die wir in der Lobby hingen. Ja. Wo ich mich minutiös darauf vorbereitet habe, nicht zu sterben. Um dann nur zu sterben. Ja, gut. Mhm. Was not so funny, I guess. Nicht? Na. This has not worked. Anomaly found. So, welches der beiden Schiffe ist Construction nicht Spaß? Complete. System Survey complete. Duellfähig, tarnfähig, nein. Duellfähig, ja, das müsste das Richtige sein, richtig? Duellfähig müsste das Richtige sein, glaube ich, ja. Ist auch teurer, also. Ich We have mastered a new technology. Im Zweifel eins bauen und feststellt, dass es das Falsche ist. Habe ich früher auch so. Baue jetzt einfach drei und im Zweifel habe ich halt verkackt. Ja, ist eine gute Einstellung. Also. Hm? Ja. What could possibly go wrong? Vielleicht habe ich jetzt Glück und ich krieg die Kuratoren. Ich habe nämlich schon wieder einen. Ich habe so viele Erstkontakte gerade, ich komme gar nicht hinterher. Hm. Das sieht nach einem Schiff aus. Ach, kein Kurator. Yay! Okay. The beacon is lit. Gondor calls for aid. System survey complete. Was? The beacon is lit? Mhm. Ja. Mhm. Jetzt ja. Situation lock updated. Ah, immer diese Spaceborne Depravity verwendet. Natürliches Wunder. Kann ich da einen Cut machen mit dem Reich auf jeden Fall? Guter Choke Point. I don't like. Klar. Kriegen wir alle hin hier. Aber nach da oben? Moment. Warum denn nach da oben? Da. Warum nicht nach rechts? Seine Einzelteile entsprechen der Summe seiner Einzelteile. Genius. System Survey complete. Genius.
good to know. Also, ne? Muss er Bescheid? Ja. Draußen ist kälter als im Dunkeln, oder wie war das? Ach, das ist kälter als draußen. Und Dose und Cola schmeckt besser als aus die Dose. Ja, ja richtig, ja. Richtig. Was? Ja, genau das. Ja. Nice. Müsste das auch. Was denk ich denn hier gerade irgendwie in und eine Lüchenkugel. Ich hab früher so gemacht, natürlich. Früher. Ja, ja, damals, als ich noch alt war. Jung war. Ach, egal. Hallo, Goris. Sei gegrüßt. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Dann cutten wir da doch mal. Der nächste. Was ist denn los? So. Und wer dem ersten begegnet dann? Wir relativ immer davon gleichmäßig. Aus. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt gleich zwei von euch sehe, weil ich sehe hier mindestens ein Schiff neben mir, was hier lauter Stationen baut und irgendein jetzt anderes ist gerade von mir weggeflattert. Dann definitiv nicht ich, weil ich habe kein Schiff von jemand anderem bei mir, der sieht, dass ich Stationen baue. Nein, nein, ich habe da Sensorreichweite. Also, Station bauen, das kann definitiv also, nicht sein. Ich baue die ganze Zeit. Ich sehe jemanden, bei dem mein Schiff gerade rumfliegt und Planeten anguckt, obwohl da schon eine Basis ist. Ja, das ist die andere Seite von mir. Okay. Gut, dann sind wir nebeneinander. Sag ich ja, es sind zwei, die ich jetzt gleich mitbekomme. System Survey complete. Okay. Wo ist denn dann geografisch gesehen der andere? Wahrscheinlich ganz oben irgendwo. Achso. Wer ist denn geografisch gesehen der andere? Weiß ich nicht, wenn sie sagt, sie hat zwei. Das werdet ihr, glaube ich, rausfinden. Spannend. Oh, ein verlassener Vergnügungspark. Party on. We have mastered a new technology. Oh, so hier eine neue Technologie. Ein Das. We have mastered a new technology. Dann bauen wir doch mal hier ein paar Kliniken und da ein paar Kliniken. Das ist eine schöne Welt. Oh, stimmt. Apropos Welten, Star Trek Infinite. Es gibt nur die klassischen Star Trek-Welten, Klasse L, D, N und M-Welten. Und du kannst halt jede Welt zu einer M terraformieren. Eine Numenis. Es ist also relativ einfach, was die Welten angeht. Grundsätzlich, jede Rasse mag lieber Klasse M-Planeten. Ein klares Signal. Bildschirm an. Und ich habe natürlich wieder KI-reiche Kampf. Das ist natürlich auch möglich. Technology. Oder hat von euch jemand Pilzköpfe? Pilzköpfe? Nee. Nee, Beatles mag ich nicht. Nope. Wow. Mino-Pilz. Ah, die sehen auch eher aus nach irgendwelchen Reisenden. Okay. Also, ich habe schon jemanden, der Basen baut bei mir. Ein Schiff. Ein Standard-Scan-Schiff. Oh oh. Hey, du scannst. Du bist definitiv ein Spielerreich. Oh oh. Du hast gerade einen Science-Ship von mir zerlegt. Goodbye, Science-Ship.